Und weiter geht's mit der Mission. Ja. Wieso auch immer jetzt hier verbündete Hubschrauber lang fliegen. Anstatt hier im Süden, um uns zu verstärken, kann ich euch auch nicht erzählen. Allerdings, ihr seht schon, die werden ordentlich zusammengeschossen. Wobei, okay, bis jetzt werden sie nur geschossen, aber noch. Jetzt geht es ihnen abgetragen. Ist ja auch eine unglaublich clevere Idee, mitten durchs Feindfeuer zu fliegen. Aber jeder, wie es braucht, also ich meine, wir tun ja niemanden. Beziehungsweise wir zwingen ja niemanden, unseren Befehlen zu folgen. Wobei die auch das mal gern in den Tod enden. Ja, ja. Aber wollen die vor allem hin? Hm. Und nun? Und nun? Okay, er verschwindet spontan. Auch nicht schlecht. Und wir haben ein neues Sekundärziel. Das ist in der restlichen Raffinerie. Ja. Also strategischen Albtraum wäre allerdings bestimmt auch nicht unbedingt schlecht, wenn wir das tun. Ja gut, wir haben kein Zeitlimit, also machen wir das einfach mal. Dann werden wir erstmal hier drüben die Stellung sichern, am besten irgendwie so in einer Linie, in etwa. Und da kommt schon amerikanische Gunships, na wie nett. Ja, dann werden die Schilkas auch mit vorgeschickt. Und dann schicken wir noch mal hier unsere Truppen hin. Gott, das wird spaßig. Hier war ja irgendwas, da ist was und da ist was. Also wird hier auch noch irgendwo was sein. Ist ja auch extra angezeigt. Anscheinend aber kein Kommandofahrzeug. Das soll jetzt unser Schaden nicht sein. Auch wenn das bei der KI ja sowieso egal ist, die nutzen das ja eh ein wenig freizügiger als wir. Beziehungsweise könnten es freizügig benutzen. Okay. Ihr bewegt euch mit da hoch. In dem Wald scheint ja soweit erstmal nichts zu sein. Das wird dann aber unsere Infanterie rausfinden müssen für uns. Das Kommandofahrzeug lassen wir da stehen. Ein wenig Luftabwehr. Also jetzt sind die Amerikaner anscheinend schon mit dabei. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mehr Luftabwehr brauchen. Und zwar erstmal ein Guck nach da und zwei von euch nach da und allgemein noch mehr Panzer wären bestimmt nicht schlecht. Denn ich habe die dumme Vermutung, dass da dann auch noch amerikanische Panzer dazu stoßen werden. Und da wären unsere 4T80B ein wenig zu wenig sein. Gut, die schicken wir jetzt mal dahin. Also, da 4T80B, die Schilkas. Sie fahren, will ich die davor schicken? Ja, da sind Hawks. Also wenn jetzt von hier Einheiten kommen, dann sehen wir die mit unserem T-80B. Wenn da was durchkommt und da was durchkommt, wird es dann eher schwierig. Und auf jeden Fall brauchen wir noch so einen Skytor hier oben. Der Weg ist ja relativ kurz, dann nehmen wir mal die billigen. Und hier hinten brauche ich auch noch welche. Ja, weiteres Vorgehen. Auf jeden Fall Flammenwerferpanzer mitnehmen und B.
billige Infanterie. Weil ja drüben waren ja, glaube ich, auch noch schwerere Panzer irgendwo, wo dieser Trupp zusammengeschossen worden ist. Irgendwo, da. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Möchten wir also eventuell auch noch ein paar bessere Einheiten mitnehmen. Ich glaube, die Motto strecke ich gleich mal rüber. Oder gleich am besten da rein. T-72 fährt bitte davor. Hier müssten wir noch was hinschicken. Also erstmal zwei Flammenwerferpanzer. Ja, und da sind wir schon erst mit der Pleite. Da wir ja eigentlich dann hier vorrücken wollen, ich nicht davon ausgeht, dass dort direkt was kommt, schicken wir die einfach mal. Bis das war's der eine, dann müsste noch einer sein. Ja. Ach Leute, komm, schieß mal rein. Also ihr seht schon, ihr könnt auch eure Panzer dazu anstiften, die Umgebung zu zerstören. Das kann manchmal ganz gut sein, wenn ihr genau wisst, wo der Gegner ist und eure Panzer das aber gerade irgendwie aus irgendwelchen Gründen vergessen haben, um das mal freundlich auszudrücken. Da, das ist Lustfeuer. Dreht euch. Aber wir treffen uns. Aber wir treffen sie. Haha. So, okay. Ja gut, dann war das gleich ganz gut, dass wir das angegriffen haben. Die Moto strecke jetzt dort rein. Am besten gleich so. Die Kups haben anscheinend schon einen Hubschrauber abgeschossen. Also der Kup hier in dem Fall. Die schicken wir ein wenig darüber. Also, UAZ zum Aufklären schicken wir erstmal dahin. Dann kommt da schon was. Jetzt kommen die hier drüben lang. Eieieiei. Nee, das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Dann schicken wir doch mal. Ja, haben bis noch drei. Die schicken wir davor. Ich hätte die aber lieber dahin stellen sollen, das hätte vielleicht sogar gereicht schon. Naja gut, eventuell die T-20. Gut, das funktioniert schon mal. Allerdings, ja, gut zu erwarten. Also zumindest sind unsere Konkurs schon ganz gut gegen die T-55. Was kommt denn dann noch alles, verdammter Mist? Jetzt sind wir drin. Okay, also hier sind unsere Flammenwerfer drum auf jeden Fall gut aufgehoben. Und was ist denn da oben noch? RM-70. Ja, also, ich weiß jetzt nicht, ob da noch was. Ja, da ist natürlich noch was, aber das machen jetzt die T-20. Und das machen auch gleich noch die T-72. Und das machen hoffentlich unsere Sapierskis. Ja, bitte, danke. Mein Gott, hier ist was los. Hier ist was los. Rückzug. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Also ihr merkt schon, Kubras, ach du heiliger Mist. Los, Feuer, treffen und dann weg damit. Ja, sehr schön. Das ist schon mal schön. Dann waren hier ja gerade eben noch Raketenwerfer. Und jetzt kommt das Infanterie raus. Hier ist wirklich, also die schicken uns ganz schön was entgegen. Das sind amerikanische Aufklärer, glaube ich. Я запах на пальму.
einstellen. Scheint, dass ihr Hauptangriff aktuell auf die Flanke hier konzentrieren. Nee, ihr bleibt im Wald. Ihr bleibt im Wald, das ist Aufklärung, das ist nicht so wichtig. Stopp. Aber da kommt ja noch mehr. Und da kommen richtige Panzer. Hey, und die haben keine Raketen mehr. Oh Gott. Aber wenn ich auch. Oh, jetzt ist das dringend. Sehr dringend. Auch nichts. Aber gut, solange sich auf den Transportpanzer konzentrieren, sollte mir das egal sein. Gott. Die Flanke ist auch gefährdet, wenn ich mir das so ansehe. Flanke auf den Panzer! Oh Gott. Nein, wo geht denn hin? Ja, halt ihr seht. Halt ihr seht nicht. Puh. Ich bin gerade ganz leicht. Also falls ich nicht viel reden soll, ihr merkt eventuell, ich bin etwas beschäftigt, um das mal freundlich auszudrücken. Jetzt kommen noch die andere Spielecke. Also, sonst geht's euch aber noch ganz. Danke, oder? Ach du meine Güte. Puh. Okay, das ist erstmal ein scharfer Fisch. Jetzt die Tiefe 50. Also ein Offensiv ist erstmal nicht zu denken. Wir haben hier genug damit zu tun, uns unserer Haut zu erwärmen. Jetzt kommt da schon die nächsten Panzer. Also es ist ein einziges. Ist er nicht aus dem Wald gefahren? Zumindest treffen sie nichts. Aber da kommen schon wieder welche. Also, brauchen wir das noch an der drüben. Los. Es sind nur T-55, das sollte eigentlich kein Problem sein, aber. Ja, wieder einer weniger. Sehr schön. Jetzt. Sehr gut. Aber der ist. Das kommt einiges. Zieh dich mal zurück. Noch mehr T-55. Jetzt haben wir was in unsere. Konkurs wieder Raketen. Also, sie können sich jetzt auch wieder wehren. Feuer. Ja, sehr schön. Die sind ja schon mal weg. Jetzt kommt hier schon wieder was. 75 Punkte. Da war auch wieder was Größeres dabei. Oh wei. Aber die werfen uns wirklich alles entgegen, was sie haben. Wie es aussieht, schon T-80 Spiel gesehen. Also, was Besseres haben wir ja selber auch nicht. Ich bin ganz leicht entsetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also damit hätte ich jetzt auch nicht wirklich gerechnet. 45, also das dürfte dann ein Sheridan gewesen sein. Aber die RM-70 fuhren sich nämlich doch wirklich etwas. Da müssen wir dann mal sehen. Eventuell einen Angriff starten und da kommen jetzt Lufteinheiten. Gut. Stopp. Unsere Sapersky haben erstmal überlebt. Also unsere Flammenwerfer, unsere eigenen Flammenwerfertruppen haben das Ganze überstanden. Unsere Schilkas sind auch noch ganz. Und wenn die Raketen von den Hubschraubern nicht so viel Schaden machen, weil sie uns nicht sehen können, sollten die das eigentlich auch hinbekommen, die abzuschießen. Denn wir sehen sie uns nicht. Das sollte eigentlich kein Problem sein, wenn sie den Mann treffen. Einer weg. Sehr schön. Ja, die 71. Ja, da müssen wir uns später drum kümmern. Und wir fahren wieder in den Wald.